Hier sind wir wieder bei Goldschrott Records und heute erkläre ich euch, wie man am besten CPUs recycelt. CPUs verschiedener Art, Plastik-CPUs bzw. Glasfaser, CPUs mit Kühlkörper, kleine, große und natürlich die Sahnestücke, Keramik-CPUs. Und Gold Caps. So. Erklär mal. Ich bin der Penis. Der Penis. Mr. Penis ist am Start. Ja, hab mir das so eingeschlichen. Mir dachte, das passt schon so. Was macht denn ihr da? Also, Mr. Penis, interessiert dich das Thema überhaupt? Ein wenig. Warum? Um was geht's denn? Es geht darum, Gold aus CPUs rauszuholen, beziehungsweise aus Computerteile. Geht das denn? Ja, natürlich geht das. Okay, erzähl weiter. Bloß wenn man es nicht richtig macht, dann lohnt es sich auch nicht. Mr. Penis, verstehst du das? Ein wenig, fast. Warum fragst du? Erzähl mal weiter, was ist denn das? Wie kriege ich das Keramik da weg? Du musst Keramik nicht das Keramik wegbekommen, sondern das Gold wegbekommen. Das Gold ist das Wertvolle, Mr. Penis, hallo. Aber okay, nichts wenn du das sagst. Also gut, Mr. Penis, ich erkläre es dir, vielleicht verstehst du es ja. Hier. Die Keramik-CPUs, die klopft ihr mit dem Hammer klein. So ungefähr. Genau. Bloß mit dem richtigen Hammer. Nicht mit deinem Penisgesicht. Hast du Hammer. Dann da? Das war das, mein Fuß, das war nicht mein Gesicht. Dass das Ganze dann so aussieht. Alles schön klein. Denn im Inneren versteckt sich noch mehr Gold. Alles klar, Mr. Penis? Das ist schon wieder gut. Hier, diese CPUs mit Plastik. Dann nehmt ihr eine Zange, haltet sie fest und benutzt einen Bunsenbrenner bzw. ein Sturmfeuerzeug, einen Gourmetbrenner. Das reicht auch. Macht die angelöteten Pins warm, so dass der Lötzinn heiß wird und ihr sie dann abklopfen könnt in eine Schüssel oder so. Kapisch, Mr. Penis? Ich hab das probiert zu essen, das geht nicht. Ich dachte, das sind Golden Nuggets. So, die Pins, die hebt ihr natürlich auf und tut sie extra verstauen und sammeln. Bei den CPUs mit Kühlkörper würde ich euch empfehlen, einfach zum Schrotthändler zu gehen und sie so zu verkaufen, wie sie sind. Denn der Aufwand lohnt sich einfach wieder mal nicht. Zu viel Kosten, zu viel Zeit, zu viel Ärger. Zu viel Penis. Und so gibt es trotzdem noch 12 Euro das Kilo beim Schrotthändler. Meine Empfehlung. In meinen nächsten Videos erkläre ich euch dann auch noch, wie es weitergeht. Beziehungsweise, was ihr mit dem ganzen Motherboard machen solltet, was ihr aufheben solltet. Was ihr mit den ICs machen solltet. Welche Möglichkeiten ihr habt. Was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss, Mr. Penis. Tschüss, du Kefta Huber, Goldschrott Records, forever.